Die dramatische Bühne präsentiert ihren ersten Spielfilm. Über das Zauberreich des Theaters, über die Träume und Sehnsüchte hinter dem Vorhang. Nun rückt Hippolyta die Hochzeitsstunde. Eine Reise durch den Kosmos der Kulissen. Sind die neuen Statisten da? Ja, also quasi schon, aber... Aber? Haben alle abgesagt, sind von der Arbeitsvermittlung gekommen. Voller sensibler Schauspieler. Ach, fick dich rum, fette Schnecke! So kann ich nicht arbeiten. In Braunschweig hätte es sowas nicht gegeben. Das fordert Blut! Nein! Titanischer Regisseur. Das fordert Blut! Ich meine, es geht doch im Endeffekt in dem gesamten Stück um Sexualität, ja, um Perversion, um Homosexualität. Ja, vor allem um Homosexualität. Wisst ihr, die geradezu magnetische Spannung, die muss ich hier zerreißen. Wisst ihr? Halt hier. Und tiefsinniger Zuschauer. Wo ist der zeitkritische Bezug? Wo ist die formale Interaktion? Wo sind die Zigaretten? Er hat gesagt, es geht nicht mehr. Die ständige Streiterei macht ihn noch verrückt. Ein Film nicht, über all die Tränen, soll. Die in der Schminke Aber verlaufen. Liebe ich ihn doch so sehr. Also los! Toi, toi, toi! Voller Pösselei und Melancholie. Und so die Liebe muss ein Spiel nur sein. Zu Spiel von nun an es. Allein. Voller schauspielerischer Glanzleistung. Wandel ich, schlüpf ich überall, schneller als des Mondes Ball. Hui! Auch werden da vermählt zur gleichen Zeit. Von dem alltäglichen Irrsinn, der auf der Bühne wütet. Herbert, ich möchte, dass du weißt, Engelbert hat mir nie etwas bedeutet. Und über das noch größere Entsetzen hinter dem Vorhang. Von all den Träumen und Sehnsüchten, die in ihrem Herzen leben. Sein oder nicht sein. Voller genialischer Regieeinfälle. Kannst du mir das? Deine Welt, deine Und Gefühl. Und ich weiß, dass die Träume stärker sind als die Wirklichkeit. Und dass wir siegen werden dann am Ende. Mit dem Kopf in den Wolken und der Kraft in unserem Herzen. Was ist jetzt? Sie applaudieren. Sie machen was? Kinder, ich hab's doch gewusst.